Herr Professor Südhoff, erzählen Sie uns am Anfang, wofür Sie eigentlich den Nobelpreis bekommen haben, bitte. Ja, wenn ich das wüsste. Ich arbeite seit vielen Jahren an der Frage, wie Zellen im Gehirn miteinander reden. Wenn man darüber nachdenkt, wie ein Gehirn funktioniert, muss man sich vorstellen, dass das Gehirn aus Billionen oder Trillionen von Zellen besteht, die konstant miteinander reden, immer, immer, selbst wenn der Mensch schläft. Und die Sprache, mit der die miteinander reden, ist eine chemische Sprache. Das sind chemische Botenstoffe, die übertragen werden zwischen Zellen. Und was wir entdeckt haben, wenn man das eine Entdeckung nennen kann, ist der Mechanismus, die molekularen Mechanismen, die es einer Nervenzelle ermöglichen, ein chemisches Signal auszusenden, also gewissermaßen zu sprechen von einer Zelle zur anderen. Und diese molekularen Mechanismen sind im gewissen Sinne von fundamentaler Bedeutung, weil sie wesentlich zur Erklärung beitragen, wie ein Gehirn im Prinzip funktioniert. Wir verstehen natürlich überhaupt nicht, wie ein Gehirn funktioniert, aber wie, sagen wir mal, sozusagen die prinzipiellen Prozesse funktionieren im Gehirn. Wie lange haben Sie diesem besonderen Forschungsprojekt gewidmet? Wir haben angefangen 1986 und die Arbeiten sind eigentlich durch die gesamten 25 Jahre oder so seitdem fortgeschritten. Also es ist, würde ich sagen, ein Vierteljahrhundert, was da ungefähr drin steckt. Ja, Sie ist ja bekannt, dass Sie ehemaliger Waldorfschüler sind und mich würde jetzt mal interessieren, wie Sie nach dem Abitur überhaupt sich orientiert haben, in welche Richtung soll sozusagen mein Leben gehen und was würden Sie jungen Menschen heute raten, damit sie irgendwie ihren Lebensweg beginnen können, wenn nach dem Abitur erstmal die große Orientierungslosigkeit kommt? Also die große Orientierungslosigkeit nach dem Abitur, glaube ich, kommt für die meisten Menschen. Und auch bei mir war das der Fall. Ich wusste wirklich nicht genau, was ich wollte. Ich habe Medizin studiert, weil Medizin eine praktische und sinnvolle Sache ist. Also es ist einfach das Arztwesen. Arzt zu sein ist in jedem Fall eine sinnvolle Tätigkeit, aber auch weil, wenn man Medizin studiert, einem hinterher sehr viele Möglichkeiten offen stehen. Also man kann praktischer Arzt werden, man kann aber auch viele andere Dinge machen im Leben. Und habe mich eigentlich für die Wissenschaft erst interessiert, als ich im Studium war, weil ich erkannte, dass die Medizin nicht versteht, wie Krankheit entsteht, was eigentlich die Grundlagen für Krankheit sind. Und das hat mich zur Wissenschaft geführt und deswegen bin ich Wissenschaftler geworden. Aber das wusste ich nicht, als ich Abitur machte und das wusste ich nicht, als ich aus der Schule kam. Im deutschen System, anders als im amerikanischen System, muss man nach dem Abitur sich für irgendwas entscheiden. Im amerikanischen System geht man erstmal auf College und das dauert dann ein paar Jahre und da hat man viel Zeit, sich zu orientieren und sich das zu überlegen. Im deutschen System ist das ein bisschen schlechter, würde ich sagen, weil es eigentlich ein bisschen zu früh ist, für einen Menschen sich zu entscheiden, was er für den Rest des Lebens machen will. Und mein Ratschlag wäre derselbe wie der Ratschlag, den ich auch jungen Wissenschaftlern gebe, 10 Jahre später, wenn sie durch ihre ganzen Ausbildung durchgegangen sind. Und das ist einfach vor allem das zu machen, was sie interessiert. Das heißt, nicht danach zu gucken, wo es Jobs gibt oder wo es eine Zukunft gibt oder sonst was, sondern wirklich zu versuchen, sich zu fragen, was interessiert mich, was mache ich gerne, was kann ich mir vorstellen, dass es mir Spaß macht, wenn ich in 10 oder 20 oder 30 Jahren dann das zu machen, was einen wirklich interessiert. Also wirklich seinen Neigungen zu folgen. Seinen Neigungen zu folgen, ja. Mehr als alles andere. Sie waren selber Waldorfschüler in Hannover. Gibt es aus Ihrer Schulzeit etwas, was Ihnen substanziell ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Oder wo würden Sie das Wesentliche dessen sehen, was Sie an der Waldorfschule als Schüler erfahren haben? Was mir am stärksten im Gedächtnis ist, sind die sehr verschiedenen Lehrerpersönlichkeiten. Ich habe die Waldorfschule für mich
persönlich als positiv erlebt, weil es sehr viele verschiedene und überzeugte Lehrer gab, die einerseits ihre eigenen Auffassungen durchaus ausdrucksstark darstellten und repräsentierten, aber andererseits auch die Toleranz hatten, darüber zu diskutieren. Und ich könnte da Namen nennen, also von Herrn Schmund zum Beispiel in der Physik, zu Frau Mörike im Deutschunterricht, Frau Dr. Reps im Englischunterricht und, und. Ich glaube, dass man in einer Ausbildung, ob das nun Schule ist oder Universität oder sogar nach der Universität, ist ja im Grunde genommen immer in der Ausbildung, ein ganzes Leben, das Wichtigste ist die Qualität der Lehrer, und mit der Qualität meine ich nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern die Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit der Lehrer, die ich hatte, das war nicht nur ein Lehrer, das waren viele Lehrer, muss ich sagen, war beeindruckend, auch nach all diesen Jahren. Können Sie sich da an ein spezielles Erlebnis erinnern aus Ihrer Schulzeit, was Ihnen bis heute noch im Gedächtnis geblieben ist? Ich habe viel im Gedächtnis, in meiner Erinnerung ist viel übrig geblieben von spezifischen Unterrichtsstunden. Und unter diesen Erinnerungen könnte ich vielleicht zwei benennen hier. Also das eine ist, dass mein Klassenlehrer war ein Herr Dr. Weiß, Charlie Weiß, der also, ich weiß nicht, ob er Ihnen bekannt ist, also es muss schon lange tot sein, er war damals schon recht alt, der also häufig nicht nur uns unterrichtete, sondern auch erzählte von seiner eigenen Ausbildung als Geograf. Und ich kann mich an diese Erzählungen von seinem eigenen wissenschaftlichen Ausbildung, bevor er Lehrer wurde, gut erinnern, wie er also als Geograf nach Spitzbergen fuhr und da die überwinterte und was da alles Mögliche passierte. Das ist mir sehr stark im Gedächtnis geblieben. Ein anderes Erlebnis, wo ich mich sehr stark daran erinnere, das zu vielen Diskussionen geführt hat, war das, als ich mich gegen Ende der Schulzeit, als das Abitur nahe kam, unter anderem damit beschäftigte, ob Eurythmie sinnvoll ist. Und ich also eine Diskussion mit den Lehrern anfing, darüber, ob das sinnvoll ist. Und ich muss es den Lehrern anerkennen, dass sie zugaben, dass sie mich nicht überzeugen konnten und dass sie eigentlich auch nicht genau wussten, warum es sinnvoll war. Und das dazu führte, dass in der 13. Klasse damals der Eurythmieunterricht nicht mehr stattfand. Ich glaube, das ist nicht wieder passiert. Aber das betrachten Sie als persönlichen Erfolg. Ich betrachte das als persönlichen Erfolg, ja. Ja. Meine beiden Brüder sind dann Eurythmielehrer geworden. Ja. Ja. Wo würden Sie denn im Rückblick auf Ihre Schulzeit sagen, also dass das eine ganz besondere qualitative Stärke und möglicherweise auch eine besondere qualitative Schwäche der Waldorfschule gewesen ist, von der Sie glauben, dass sie charakteristisch ist für die Waldorfschule an sich? Aus meiner persönlichen Erfahrung, was eine Stärke ist, es gibt viele Stärken, aber ich würde meinen, dass zwei Stärken sind: einerseits Erziehung zu einer relativen Unabhängigkeit. Das heißt, also, im Denken. Ja, im Denken, also Eigenmotivation, also selber initiativ zu werden und selber kreativ zu werden. Also das halte ich für eine große Stärke, weil es letztlich, glaube ich, im Leben viel wichtiger ist später, was man selber initiativ macht, als das, was man kann. Nicht? Denn man kann viel können, wenn man es nichts tut, dann hilft das gar nichts. Und das hat auch viel mit Kreativität zu tun, denn Kreativität ist letztlich die Fähigkeit,
einfach was zu machen und zu gucken, was da rauskommt. Würden Sie von der auch vermuten, dass sie ein wesentliches Instrument ist, welches Ihnen dann in Ihrer wissenschaftlichen Karriere geholfen hat? Ich weiß nicht, ob das ein bisschen weit geht. Auf jeden Fall würde ich meinen, dass für mich persönlich die Waldorf-Erziehung sicherlich bereichernd war aufgrund der Tatsache, dass sie mir die Freiheit gab, mich zu entwickeln. Ja. Und eine weitere, würde ich positiver Aspekt der Waldorferziehung, meine ich, ist der Gedanke der Gesamtschule, der Ganzheitsschule oder wie man das ausdrückt, wo also nicht irgendwie geteilt wird in verschiedene, sagen wir mal, Schichten, sondern also versucht wird, die Leute zu mischen. Und also nicht sozusagen von früh auf eine Selektion zu machen. Ja. Und wo hätten Sie eine kritische Anmerkung in die Richtung, da müsst ihr euch noch ein bisschen mehr anstrengen? Genau. Oder erheblich? Was können wir noch besser machen? Ja. Also was ich meine, was man vielleicht besser machen könnte, und ich weiß nicht, ob das jetzt noch stimmt, weil ich so lange schon weg bin, aber ist das... Viele meiner ehemaligen Mitschüler oder einige, würde ich sagen, im Grunde genommen im Waldorfsystem stecken geblieben sind. Und was sie also irgendwie dann immer alles Waldorf in ihrem ganzen Leben war. Und es wäre vielleicht sinnvoll, während der Schulzeit mehr Außenöffnung zu haben. Also nicht sich abzukapseln und nicht nur diesen Kokon oder was immer das ist, also diese Hülle von Schutz und so, sondern dass die Kinder, wenn sie aufwachsen, auch erleben, was es für eine Welt da draußen gibt und dass nicht alles immer so beschützt ist und dass einfach sich auch mit anderen Leuten auseinanderzusetzen, ohne, man braucht ja nicht mit denen unbedingt übereinzustimmen, aber es besteht eine gewisse Gefahr der Abkapselung und es besteht die Gefahr, dass sich Leute verlieren in dem, wenn man das ein System nennen kann, also in dieser ganzen Bewegung und dass die da nie wieder rauskommen. Und ich meine, die Waldorfschüler müssen sich jedenfalls von meiner Erfahrung her ein bisschen mehr öffnen gegenüber dem anderen Umfeld und den Schülern auch beibringen, die Fähigkeit in der Welt da draußen umzugehen. Was glauben Sie, was notwendig ist in der Schule, damit die Schüler ein forschendes Interesse an der Welt entwickeln, dass sie also wirklich ihre Aufmerksamkeit auf die Phänomene, auf die Forschungsaufgaben innerhalb der Welt richten können und dass sie dann auch die Kraft haben, um dem wirklich entschieden nachzugehen? Was wäre in der Schule notwendig, um das wirklich in den Schülern anzulegen? Ich glaube, dass von meiner persönlichen Erfahrung her das Wichtigste ist, den Schüler dazu anzuhalten, selber eigeninitiativ, aber vielleicht durch Lehrer motiviert, Projekte zu machen. Also das geht von Aufsätzen bis zu Referaten oder also im Grunde genommen selber Dinge rauszufinden, ja, oder zu formulieren. Also kann sich auch um Kunst natürlich handeln. Ich war also darum, ob man nur ein Bild malt oder... Also, dass sie selbstständig tätig werden. Ja, zum Beispiel eine Jahresarbeit macht. Ja, also das einfach, dass es wichtig ist, viel Betonung darauf zu legen, dass Schüler eigenständig und aus eigener Kraft was machen, dass sie dann später auch mit anderen diskutieren können und wo sie dann also auch wieder ein Feedback kriegen, also eine Antwort. Ja. Sind Sie dazu angeregt worden? Ich glaube schon, ja. In vieler Hinsicht, ja. Was ist denn heutzutage Ihre ganz persönliche Motivation für Ihre tägliche Arbeit? Ja, diese Frage kommt häufig. Ich habe den Ruf, das ist Ihnen sicher nicht bekannt, aber dass ich, was man im Englischen intense nennt, also sehr getrieben bin, driven. Also, und für mich war es nie ein Problem. Ich war immer sehr stark motiviert. Also ich habe Motivation in dem Sinne, ich meine, dass das, was ich tue, sinnvoll ist. Ich bin davon überzeugt.
Ich bin davon überzeugt, dass die Einsichten in die naturwissenschaftlichen Grundlagen, in die molekularen Prozesse extrem wichtig sind fürs Verständnis des Menschen und für Fortschritte in der Medizin. Und vor allem, was das Gehirn betrifft, steht unsere Zeit dazu vor wahnsinnigen Anforderungen, weil die Leute einfach älter werden, nicht wahr? Und ich würde einfach gerne noch ein bisschen jedenfalls dazu beitragen, dass das weitergeht. Also geht es Ihnen auch darum, dass man letztendlich mit Ihren Erkenntnissen irgendwann mal Krankheiten besser wird heilen können, zum Beispiel? Oder? Natürlich, ja. Wobei ich dazu sagen muss, dass der Prozess zwischen, also das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Medizin nicht linear ist. Was ich damit meine, ist, das hat mit Waldorf überhaupt nichts zu tun, aber ist eine große Diskussion zurzeit in der Wissenschaftspolitik, wie viel man Krankheitsforschung direkt fördern soll. Und ich halte das für vollkommenen Unsinn, weil Krankheitsforschung alleine nichts bringt, wenn man nicht versteht, was eigentlich in der Krankheit falsch geht. Warum ist ein Mensch krank? Dazu muss man verstehen, wie das, was krank ist, normalerweise funktioniert. Und also ein positives also Bild von Gesundheit haben. Ja, genau, ja. Eigentlich geht es um Salutogenese. Also was trägt eigentlich zur Gesunderhaltung bei? Ja, und man muss einfach verstehen, wie der gesunde Prozess ist. Und viel von der Forschung, die zurzeit mehr und mehr gefördert ist, geht davon aus, dass wenn man nur irgendwie die Krankheit sich als Krankheit mehr anguckt, dann braucht man im Grunde genommen nichts weiter zu verstehen, dann kann man direkt das therapieren. Und das halte ich für vollkommenen Unsinn. Könnten Sie sich vorstellen, dass die Art der Pädagogik, also wie Kinder unterrichtet werden, wie ihr Tag strukturiert wird, wie sie sozusagen rhythmisch jeden Tag einfach in der Schule lernen, dass das auch zur lebenslangen Gesunderhaltung beitragen könnte? Selbstverständlich. Ich meine, das für mich ist das ein einfacher Zusammenhang. Also wenn jemand lernt in der Schule, und das lernt man im Grunde genommen in der Schule, das lernt man, wenn man aufwächst, das lernt man zu Hause, das lernt man in der Schule, sein Leben zu formen. Und also wie jemand sich ernährt, wie jemand sich bewegt, was wie er denkt, wie diszipliniert und so weiter. Das hat einen enormen Einfluss darauf, wie der Mensch lebt. Also die ganze Einstellung des Menschen seinem eigenen Körper gegenüber und seinem Leben gegenüber bestimmt natürlich, wie die Gesundheit ist. Das ist gar keine Frage. Also, und das, die oberflächlichste Manifestation dieser Tatsache ist, ob die Leute rauchen, trinken, übergewichtig sind, Diabetes und so. Das sind alles verhinderbare Zustände, nicht wahr? Wenn man so. Sie leben ja seit 1983 in den USA und haben dort eigentlich Ihr Forscherleben gelebt. Und leben es. Und mich würde interessieren, ob dort die Bedingungen für Forschung, beispielsweise im Bereich der Medizin, ob die einfach besser sind als in Deutschland oder ob das eine Entwicklung auch hier in Deutschland nimmt, wo Sie sagen würden, das ist ein guter Forschungsstandort. Würden Sie wieder nach Deutschland kommen, um zu forschen? Das sind wieder eine Menge Fragen. Ja. Also Deutschland ist ohne Zweifel ein guter Forschungsstandort. Und es ist mit Sicherheit viel besser geworden in den letzten 20, 30 Jahren. Die größte Gefahr in Deutschland ist, dass es solch ein guter Forschungsstandort wird und so viel Selbstbewusstsein entwickelt, dass die Forscher in Deutschland denken, sie brauchen den Rest der Welt, sagen wir mal, nicht mehr so und sich abkapseln. Und diese Gefahr, also die sehe ich schon manchmal jetzt ein bisschen, wo die Leute also sagen, weswegen sollen wir Leute überhaupt noch ins Ausland schicken? Wir haben ja eigentlich alles im Lande, wir können das alles hier machen. Warum sollen wir überhaupt Geld dafür ausgeben, dass Leute ins Ausland gehen, um mehr Ausbildung zu kriegen, wenn es doch hier so gute Forschung gibt? Und das ist eine Riesengefahr, weil ich meine, Deutschland ist nicht ein großes Land und es ist zwar, die Forschungslandschaft ist zwar sehr gut, aber sie ist eben doch auch sehr klein und sehr in sich geschlossen. Nicht wahr? Und also ich habe das in anderen Ländern gesehen, in Japan
In den letzten 10 Jahren hat sich das Land wesentlich abgekapselt und ich glaube nicht, dass es gut für die Forschung war in Japan. Also die hat es ohne Zweifel nicht so gut, wie sie vor 10 Jahren war. So viel in den USA war Forschung vor 30 Jahren viel besser als in Deutschland. Jetzt ist es von den materiellen Bedingungen her viel schlechter. Es gibt einfach kein Geld. Hier gibt es Geld, in den USA gibt es nicht. Aber, das merken Sie, das ja. Wahnsinn. Ja. Aber man muss dazu sagen, dass was also in Deutschland immer noch ein bisschen das Problem ist, ist die Organisation der Forschung, weil der Austausch von Gedanken und Ideen, die Kommunikation häufig nicht so frei ist und so unkompliziert, wie das in den Vereinigten Staaten ist. Und da ist sicherlich in den USA noch ein Vorteil da. Würden Sie da einen stärkeren Teamgeist in der Forschung? Teamgeist würde ich das nicht nennen. Die Leute sind sehr kompetitiv und sehr, die sind nicht unbedingt freundlich zueinander. Also, aber es wird eben, es findet unheimlich viel Austausch statt. Und das andere ist, dass es in den USA eben Stellen gibt, wo sozusagen Exzellenz direkt sich anhäuft. Nicht? Also Stanford zum Beispiel ist ein typisches Beispiel. Nicht wahr? Und das sind keine besonders großen Universitäten. Nicht Stanford ist eine relativ kleine Universität. Da ist einfach so viel an geballtem Wissen da, das hilft enorm. Das ist ein Riesenvorteil. Ja. Wo sehen Sie denn generell jetzt die Aufgaben der Wissenschaft im 21. Jahrhundert? Oh. Man muss sich fragen, wo wir als, sagen wir mal, als Zivilisation jetzt Probleme wie also Klimawandel konfrontieren müssen. Oder auch Probleme wie, also meiner Auffassung nach ein Riesenproblem ist des Überwachungsstaats, also wo wir im Grunde genommen, ich meine, als die DDR zusammenbrach, war Westdeutschland schockiert über das Ausmaß des Stasis. Aber ich meine, wenn man sich jetzt anguckt, was die westlichen Geheimdienste tun, also dagegen ist der Stasi ja ein Debattierclub oder ein Anfänger. Ja, also, ja. Also wir leben ja in einer zutiefst bedrohten, jetzt würde ich sagen, Zivilisation in der Hinsicht, auch was Meinungsfreiheit angeht. Also es ist in vieler Hinsicht Riesenprobleme. Da muss man sich schon fragen, wie weit hat, also als Mediziner, als Biologe kommen einen da die Probleme der Krankheitsforschung vielleicht nicht so wichtig vor. Also, Klima ist da irgendwie doch etwas bedrohlicher und etwas wichtiger. Nichtsdestoweniger, das ist das, was ich kann. Und das ist das, was ich gelernt habe. Und das ist etwas, wo ich vielleicht was zu beitragen kann. Und in dem Rahmen der medizinischen Forschung bin ich davon überzeugt, dass wir als, wiederum als Zivilisation, das ist ja kein Land, wir sind viele Länder, unbedingt uns darum bemühen müssen, die Krankheiten des Nervensystems besser zu bewältigen. Und es gibt da die zwei Extreme. Das eine sind die Krankheiten der Jugend, also Autismus, Schizophrenie, Depression, die eigentlich alle mehr so im jungen Kinder- und jungen Erwachsenenalter sich entwickeln. Und das andere sind die Krankheiten des Alters, also Neurodegeneration, Alzheimer, Parkinson und so weiter. Und weder beim einen noch beim anderen haben wir irgendwelche Vorstellungen von Therapien oder Mechanismen oder wir verstehen einfach nicht, was passiert. Und das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Haben Sie den Eindruck, dass diese Krankheiten oder gibt es Hinweise darauf, dass jetzt gerade insbesondere bei jungen Menschen diese Krankheiten sich häufen jetzt durch meinetwegen? Es wird viel diskutiert. Ja. Wird viel diskutiert. Und wenn ich mich auf die Experten da verlasse, die also sich sozusagen die Epidemiologie von, sagen wir mal, Autismus angucken, scheint die Meinung, die Mehrheitsmeinung zu sein, dass es zunimmt, aber es durchaus geteilte Meinungen gibt.
weil auch die Gesellschaft sich so stark verändert hat und ich das Gefühl habe, dass Kinder so viel mehr unter der, sagen wir mal, unter der Lupe sind, also viel mehr beobachtet werden als früher, nicht wahr? Dass das vielleicht natürlich auch zu einem, sagen wir mal, Selection Bias, nennt man das im Englischen, also dass man im Grunde genommen Dinge erkennt, die man früher einfach übersehen hat. Wie dem auch sei, es ist gar keine Frage, dass diese Krankheiten eine irrsinnige Belastung für die Familien darstellen und auch für die Menschen. Und dass man, also neugierige Generationen mit Sicherheit so, weil die Leute einfach älter werden. Ja. Das Ganze. Ja. Erlauben Sie mir noch eine ganz persönliche Frage. Sie sind ja über Nacht weltweit bekannt geworden. Na, weltweit würde ich nicht sagen. Naja, doch, also sagen wir mal, zumindest kennt man Sie. Auch wir sind hier, weil wir aufmerksam wurden auf Sie durch den Nobelpreis. Hat das Ihr Leben sehr verändert? Und wie gehen Sie ganz persönlich um mit dieser Dauerbelastung, die einfach durch dieses jetzt sicherlich sehr stark öffentliche Leben auf Sie zukommt? Wie kriegen Sie das mit Ihrer Familie, mit Ihren Kindern, mit Ihrem Forschung? Also wir arbeiten daran noch. Es ist relativ neu und ich habe das noch nicht geschafft, das zu bewältigen. Es ist zurzeit zu viel. Ich versuche, wenn irgend möglich, mich davon zu isolieren und also nehme die meisten Einladungen und so weiter nicht an. Wir dürfen uns also freuen. Vielen Dank. Ich würde es gerne alles machen, aber ich habe einfach nicht die Zeit. Sie bräuchten jetzt eigentlich schon einen persönlichen Manager, ne? Das nicht. Ich bräuchte, ja, also Manager glaube ich nicht. Ich bräuchte einfach, ich meine, die Leute wollen, ich würde ja gerne auch helfen, wenn ich helfen kann. Ja. Nur, und für meine Frau ist das sicherlich eine große Belastung, weil sie im Grunde genommen nur die negativen Seiten kriegt, nicht wahr? Die Abwesenheit und die Erschöpfung. Ja, und auch. Wir bemühen uns gerade in Deutschland im Kontext mit den Waldorfschulen, dass wir ein Alumni-Netzwerk aufbauen, wo eben die ehemaligen Waldorfschüler mehr voneinander wissen, miteinander in Beziehung treten und vor allem natürlich auch zu ihren Schulen Verbindung halten können und vice versa. In den USA ist das eine sehr weit verbreitete Tradition. Also beispielsweise auch Stanford hat natürlich ein sehr weit verzweigtes Alumni-Netzwerk. Können Sie aus den Erfahrungen, denen Sie in den USA damit machen, uns vielleicht etwas dazu sagen? Weil in Deutschland müssen wir das erst so nach und nach etablieren. Es ist eine ganz praktische Sache. Denn es ist nun mal so, dass ich glaube, das ist sicherlich wahr für alle Kulturen, dass die Menschen, die man in der Schule und im Studium kennenlernt, sind die Menschen, die man Zeit des Lebens am besten kennt und mit denen man am einfachsten umgehen kann. Also die meisten Leute, die ich kenne, haben ihre engsten Freunde von früher. Also das gibt Ausnahmen, vor allem also Lebenspartner, aber sozusagen Freunde, nicht Mann und Geliebte oder sonst was, sondern Freunde. Die sind fast immer aus Schule oder frühe Ausbildung, solche Sachen, nicht wahr? Und deswegen ist es natürlich irrsinnig hilfreich, wenn man irgendeine Möglichkeit hat, mit den Leuten, mit denen man mal zur Schule gegangen ist, aber die man seitdem vielleicht den Kontakt verloren hat oder so in all diesen Jahren, später dann wieder zurückkommen kann, nicht wahr? Und dafür sind diese Alumni-Clubs oder was auch immer extrem hilfreich. Also die helfen den Menschen, das zu tun. Und die helfen natürlich den Institutionen, also den Schulen und Universitäten und so weiter, weil das eine irrsinnig gute Art und Weise ist, um Geld zu kriegen. Nicht? Das macht Stanford das. So kriegt Stanford sein Geld. Und das die meisten, also Stiftungen und Schenkungen, die kommen dadurch zustande. Und wird da eine aktive Pflege betrieben durch die? Ja. Da wird irrsinnig investiert, weil sich das, also es ist nicht nur die Liebe zum Menschen, nicht wahr? Also man versucht schon auch eben für die Alumni einen Mehrwert zu schaffen, dass sie immer wieder einen Sinn darin sehen, zur Uni zu kommen oder eben Kontakt aufzunehmen und so. Ja. Es ist im Grunde genommen ein Club. Nicht? Und,
Und mit eigenen Veranstaltungen auch extra für diese Zielgruppe. Ja, ja. Aber es macht auch Sinn. Ich meine, es ist nicht nur, also nicht nur des Geldes wegen, weil es für die Menschen ist es nun mal am einfachsten, mit den Leuten umzugehen, die man früh kannte im Leben. Außerdem, wenn Menschen älter werden, dann ist es generell so, dass deren, dass das menschliche Gedächtnisleben und so weiter, das, also woran man sich erinnert, ist immer die frühe Zeit. Das ist also die Struktur des Gedächtnisses, faszinierendes Thema an sich, da ist, ich meine, Marcel Proust und so weiter, nicht wahr? Die ist einfach so, dass man das Zeit anders erlebt hat, mit dem Alter von 15 und 20 als im Alter von 50. Ja, dann haben Sie ganz herzlichen Dank. Bitte, bitte.